Jo, dann ist man mal kurz AFK und Alter, was hast du denn hier gebaut? Dann entstehen auf einmal so eine riesen Kuchentafel, Wettessen. Okay, let's go. Ich habe schon gewonnen. An der hier unten noch. Nein! Okay, ich habe verloren. Ich dachte nur da oben die. Ah, coole Idee. Alter, was war denn das für ein Riesenkuchenregal? Jetzt bin ich ja mal richtig. Jetzt müsste ich eigentlich platzen. Ja, schön. Yeah, okay, cool. Schön. Gut, was habe ich denn da hinten noch gesehen? Ein Weihnachtsmarkt, noch ein. Das ist denn der zweite, ne? Wow. Ja? Vom Mod GTA ist das der. Ja, schön. Cool. Gut, wer ist denn noch so auf der Map? Ich muss mal nochmal gucken. Von gerade, da muss ich nochmal weiter teleportieren. Sam, was baut der denn? Wupp. Okay. Ein buntes Haus, also buntes Glas auf jeden Fall. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Oh, da schreibt er was. Aufnahme, ja, Aufnahme, ja. Immer wenn ich diesen Anzug anhab, wenn ich so aussehe, dann nehme ich immer auf. Gut. Hock, du bist in der Aufnahme. Sam. Gut, ich wollte mich noch teleportieren. Und da wollte ich noch mal gucken, ob noch neue Sachen hier rumstehen. Hier, Familie Rietz, der ist ganz neue. Gucken, was er so anstellt. Okay, was baut der hier? Ah, da steht leider noch nichts drauf. Was hat er hier? Achso, das habe ich geschrieben, glaube ich. Ah ja, genau. Eine riesige Treppe. Okay, ja, schauen wir mal, was das so wird, ne? Ich fliege mal in diese Richtung, weil ich hatte hier, glaube ich, noch einen roten Balken entdeckt aus der letzten Folge. Ach, übrigens, cool, liebe Leute, dass ihr wieder am Start seid. Freut mich echt. Super Sache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hashtag am Start. Dann weiß ich, dass ihr am Start seid. Also ich bin auf jeden Fall am Start. Ich schreibe für mich selber schon mal Hashtag am Start. Jetzt seid ihr dran in die Kommentare rein. Hashtag am Start, bitte. Was haben wir denn hier dann? Was ist denn? Ach, das Krankenhaus. Ach, das hatte ich schon mal gezeigt. Das steht schon länger da. Aber da habe ich ein bisschen bemängelt, dass es keine Krankenwagen gibt, glaube ich. Und dass der Innenausbau gar nicht fertig war. Das sieht aus, als hätte es sich geändert. Übrigens, die Krankenwagen, die sehen gut aus. Sind das die aus meinem ersten Tutorial? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mir das sagen, ob das die aus den ersten Tutorials sind? Ich glaube schon, ne? Ich habe die so ähnlich gebaut. Okay. Interessante Form auf jeden Fall. Ich gehe mal hier rein hier mit meiner Fackel in der Hand. Okay, hier stehen wahrscheinlich die Krankenwagen drin, ne? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ist das der Haupteingang? Bisschen mit Licht arbeiten wäre ganz cool gewesen. Was ist das hier? Hä? Ist das denn die Kammer des Schreckens? Oder soll das ein Aufzug sein? Soll wahrscheinlich ein Aufzug sein, ne? Ah, hier ist der Empfang, so wie das aussieht. Okay. Ich muss manchmal echt überlegen, was hier was ist. Zum Beispiel, wie komme ich denn jetzt hier rein? Muss ich jetzt hier und hier durch? Oder wie komme ich jetzt in diese Etage rein? Hä? Ach, von außen oder wie? Ah, das ist nicht ganz durchdacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wer das mehr gebaut hat, aber das ist nicht ganz durchdacht hier. Okay, aber ich kann hier so schön rumfliegen, so hoch. Was haben wir denn da? Aufzug. Ach so, sollte ein Aufzug gewesen sein. Die Treppen sehen aber auch mal sehr crazy aus, muss ich sagen. Boah, also gut, dass das hier ein Krankenhaus ist, weil hier bricht man sich wahrscheinlich alle Knochen, wenn man hier runterfällt. Warum ist hier oben ein Loch? Operationsraum. Hä? Das ist ein Operationsraum? Alter, so ein großes Krankenhaus und nur ein Operationsraum? Naja, ich sag mal so. Die Hülle steht von diesem Gebäude, aber mehr auch nicht hier. Das ist schon.
Ja, sehr merkwürdiges Gebäude, muss ich sagen. Sehr merkwürdig. Auch das hier, was ist das hier? Eine Terrasse? Oder ein Hubschrauberlandeplatz? Haben wir denn oben noch was drauf? Nee, ganz oben den OP-Raum. Okay, ja, dann habe ich es mal gezeigt. Hier, ach, ist der fertig, der KFC? Ah, ne, ist gar nicht der KFC. Ich dachte, das wäre über ein KFC auch cool gemacht. Hier, so ein KFC-Eimer mit den ganzen Hähnchenkeulen soll das drin sein. Was ist denn das da? Muss ich mal gucken. Das kenne ich gar nicht. Sup. Übrigens, ihr könnt mich auch auf Instagram oder auf Instagram könnt ihr mich. Was ist denn heute im Moment Deutsch los? Ich glaube, ich gehe gleich mal zum Supermarkt und kaufe mir eine Tüte Deutsch. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. So, ganz schwieriger Satz, ey. Endlich habe ich es rausgebracht. Oder auf Facebook. Guckt einfach auf meinen Kanal unter Kanalinfo. Da ist alles verlinkt. Da könnt ihr schnell zu mir gelangen. Was ist denn das hier? Fight? Von Fight Club oder was? Ihr braucht euren Namen nicht so groß dahin schreiben. Das sieht dann immer ein bisschen merkwürdig aus. Aber was soll das jetzt sein? Ich muss mal gucken, wo ist denn vorne, wo ist denn hinten? Ist das ein Eingang hier oder was? Hä? Na, Kollege? Ach so, das ist so Käfig-Fight, ne? UFC, so Ultimate Fight Club soll das sein, ne? Der eine ist schon ausgebüxt. Sowas ist das. Aber der Eingang ist merkwürdig. Mach doch hier eine Treppe hin oder eine Tür, das wäre ganz cool. Naja, vielleicht kommt das noch oder vielleicht hast du es einfach nur vergessen. So, gucken wir mal weiter. Was ist denn das? Die Form sieht ja aus wie vom Enderdrachen, der Kopf, oder nicht? So ein bisschen? Oder was ist das für ein komisches Gebäude? Ah, ne, doch nicht. Das soll wahrscheinlich echt nur ein Haus sein. Sah aber gerade echt so aus. Lustig. Was ist das denn hier? Für ein Glascontainer. Mit den kleinen Balken. So. Zum Glück ist das so ein Balken, der sich abbauen lässt. Weil den hätte ich jetzt nicht abgebaut. Okay, wir schauen mal nach. Was könnte das sein hier? Was könnte das sein, liebe Leute? Ich weiß es nicht ganz. Ach so, das ist von. Ach, jetzt weiß ich, von wem das ist. Von uns in Österreicher. Kossa, ne? Was haben wir denn da? Mercedes-Benz. Wow, voll die Beleidigung. Was? Ach, Zahnklinik? Von Rocha. Ja, genau, Rocha meine ich, genau. Eine Zahnklinik? Ist jetzt hier eine Zahnbürste für mich drin oder was? Alter. Okay, ich schnapp mir den mal, den Kuchen. Eisenklumpen. Voll die Zähne. Okay. Was haben wir? Müsste ich die Tür nicht schließen? Ach so, das ist mit dem Tageslichtsensor da oben. Dann schließt sie sich wahrscheinlich. Gut. Dann gucke ich nochmal hier. Was gibt es denn hier in der Zahnklinik? Gibt es hier Zahngold irgendwo? Oder was passiert hier überhaupt? Ach, das ist ein. Ich dachte gerade, das wäre ein Auf. Ist das hier? Ach, das ist ein Wasseraufzug. Ach so. Cool. Kinox ist auch mal wieder da. Was haben wir hier? Oh. Okay. Einfach nur ein Raum. Das ist schon zu ein kleiner Warteraum. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wut, 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 wut. Wie, wo muss ich denn jetzt aussteigen gleich? Muss ich gleich mal gucken. Nee, ich knall bestimmt gegen die Decke, ne? Hä? Wo geht's jetzt hier hin? Hä? Ist ja merkwürdig, das gucke ich mir noch von außen an. Ich konnte da ja nirgendwo raus. Hä, hab ich da jetzt fast verpasst? Ach, hier komme ich in die nächste Etage. Oh, ich super schlauen. Ah, das muss ich nochmal machen. Da muss ich nochmal machen. Liebe Leute, so. So, ach ja. Funktioniert doch. Oh, endlich mal ein Aufzug, der gut funktioniert. Was habe ich hier oben? Ein so ein Raum nur. Okay. Gut. Muss man das verstehen? Ich verstehe es nicht wirklich, Rocher. Aber du hast ja dran geschrieben, Zahnklinik. Dann sagen wir einfach, das ist eine Zahnklinik. Und dann hat sie die Sache. Sonst hättest du noch vielleicht so Behandlungsstühle hinbauen können oder sowas. Irgendwie, was man erkennt oder mit Schildern arbeiten. So.
Hier ist das Zahnklinik Aquarium. Gut. Fliege ich mal weiter. Ah, guck dich das mal an. Cool, das Parkhaus ist fertig. Freut mich. Ah, die Polizeistation ist auch fertig. Nimm erstmal die Polizeistation. Ach, guck mal, Olli, du hast meinen Rat befolgt. Super. Ich hatte ja mal gesagt, bau mal einen Polizeiwagen davor. Und dann erkennt man es auch. Cool. Sieht auch ganz gut aus, der Polizeiwagen. Gefällt mir persönlich ganz gut. Dann machen wir den Balken mal weg. Lup, lup. Ah, die Polizeistation. Police. Cool, können wir die zeigen. Helipad hat er. Police ist auch richtig geschrieben. Ja, so sieht das doch schön aus. Guck, geht doch. Geht doch, Olli. Schön gemacht. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Von Olli. Okay. Hier kann man warten. Hier kann man seine Anzeige aufnehmen lassen anscheinend. Oh, hier sind die Knastzellen. Ja, sehr geräumlich. Welche nehme ich mir denn mal? Welche sieht denn am schönsten aus? Welche Matratze ist noch nicht durchgepinkelt? Ja. Sind alle nicht so gut aus, ne? Ich glaube, ich bleibe hier doch nicht. Ich glaube, ich gehe checke doch ein Hotel ein. So, dann gehen wir mal hier hoch. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal hier, so der Küchenbereich oder so für die Beamten. Okay. Was haben wir hier? Oh, super. Hab mich eingesperrt. Warum habe ich das irgendwie gewusst? Hier sind wahrscheinlich die Gummizellen, da gehöre ich auch rein. Zack. Ach so, das ist so ein Verhörraum, ist das, ne? Ah. Na, schön geräumig hier rum. Hier muss ich runter. So, dip, 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 dip. Wo kam ich denn jetzt her? Bin ich jetzt blöd? Muss ich durch die Knastzellen nach draußen? Ah, ne, hier ist der Eingang. Oh, Orientierung war richtig verloren. Ja, wenn man 24 Stunden eingesperrt ist in der Zelle, dann verliert man die Orientierung. Ja, schön. Coole Polizeistation, genauso wie der McDonald's. Der gefällt mir auch gut. Warum hauen denn gerade so viele ab? Was ist denn hier los? Ist das hier eine Massenabwanderung oder was? Hup, wir könnten auch mal. Warte mal, wie viele Plätze haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, zwei kommen noch drauf. Sister, wer ist das denn? Kai, Kinox, du hast Rechte. Olli hat auch Rechte. Ich glaube, ich hole mir mal die beiden hier hin. Die können dann hier bauen. Ich meine, hier war doch noch Platz. Ah, was ist denn das da auf der Straße? Wer hat denn da hingebrochen? Hä? Die Straßen sind in Main City kaputt. Das ist aber was Neues. Okay. Hier kann jemand bauen. So, hier kannst du bauen. So, jetzt schnappen wir uns mal einen von den neuen. Wer war denn hier? Lord Kai, komm, du warst zuerst hier drin. Hey, Lord Kai, hier kannst du bauen. Warte, ich gebe die Rechte. So, dann schreib mal kurz. Ich muss mich mal eben kurz muten. Ich muss mal eben husten. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Okay, ja, cool. Geil. So, dann holen wir uns mal den nächsten hier hin. Der nächste, ja, der kann eigentlich daneben bauen. Mal gucken, wie groß er sein Grundstück macht. So, ich glaube, du warst doch schon mal hier. Sitzt da, ne? Hallo? Lebst du noch? Ah, ne, du hast kein Herz. Dein Herz wurde rausgerissen. Ach komm, schreiben wir mal ein Schild. Wenn er aufwacht, kann er das Schild auf jeden Fall schon mal lesen. Oh Gott, was will der Kollege jetzt daneben? Was will der Kollege? Oh, mir ist das zu klein, oder? Hallo? Hallo? Du hast mir über PSN geschrieben bestimmt, ne? Ich habe keine Rechte. Jetzt hast du Rechte.
Fliege erstmal direkt weg. Erstmal direkt eine Runde griefen. Welche Farbe bist du, Sister? Grün. Da gucke ich gleich mal, wo du bist. Okay, komm mal mit hier. Dann suchen wir einen größeren Platz. Ist ja kein Problem. So. Aber ich glaube, Zitz da hat, glaube ich, auch irgendwo. Hatte doch schon mal was gebaut, meine ich. Ich muss mal kurz hinterher. Wut. Ach, was schreibt er denn jetzt da unten? Oh wei, der Kai, der schreibt. Obwohl das vom Platz her dürfte das doch hier hinpassen, ne? Also, okay. Ja, cool. So. Einmal Verfolgungsjagd. Wo will er hin? Ach, er fliegt hier gerade rum die ganze Zeit. Schnittloch, Mann. Ach komm, lass ihn jetzt mal fliegen. Guck mal nachher mal. Vielleicht sucht er nur sein Grundstück. Wir zeigen jetzt mal das coole Parkhaus hier. Das steht schon länger da. Das habe ich mir kaum angeguckt. Das hat doch. Ach, warte, lass mich raten. Ich komme gleich auf den Namen. Wer hat das nochmal gebaut? Wer hat das nochmal gebaut? Ja, fertig. Oh Mann, das war so ein Doppelname. Wenn ich ihn höre, weiß ich direkt Bescheid. Okay, ich zeige euch nochmal das Parkhaus erstmal so von außen. So. Ich finde, das sieht schön aus. Das hat einen schönen Stil. Sieht so ein bisschen alt aus, so, aber sieht cool aus. Wer war das nochmal hier? Ah ja, von Elias Berner, genau. Elias Berner war das. Hier steht zwar nur Elias, aber ich weiß noch Berner. Bernhard und Bianca aus dem Känguruland. Eingang, hier geht's rein. Ah, erstmal hier. Ticket ziehen. So. Dann fahre ich hier mit meinem Port. Ach, guck mal, das geht wirklich runter. Ach, cool. Ach, cool. Geil. Geht's wieder hoch, ne? Geil gemacht. Cool. Dann kann ich mir meinen Parkplatz hier suchen, anscheinend. Gut. Auch ganz schön mit dem Wasser. Sonst sehen Parkhäuser immer so, ja, so ungemütlich aus, so langweilig. Aber das hat er gut hingekriegt hier, ne? Hier würde ich auch wirklich mein Auto parken. Doch, gefällt mir gut. Hier geht es dann hoch. Ich glaube, 3 Etagen hat das Parkhaus, ne? Hat er echt gut gemacht. Ich glaube, das ist das zweite Parkhaus hier in My City, das ich jetzt gesehen habe. Ja, ganz gut. Und da gibt es noch eins für wahrscheinlich, ne? Das obere Parkdeck. Ach, guck mal, man kann hier so durchgucken. Ach, cool. Ja. Hier können auf jeden Fall viele Autos stehen. Wenn jemand irgendwelche Autos bauen möchte, ich denke mal, der Elias erlaubt das, wenn ihr hier so ein paar schöne Autos drauf baut. Sieht bestimmt auch schön aus. Oder zumindest hier ein, zwei Autos hier oben drauf. Ja. Cool. Ach, hier unten muss ich auch noch mal gucken, wie man hier rauskommt. Ach, guck mal, jo. Ich habe gerade keinen Goldbarren. Kann ich denn so raus? Oh ja, danke. Schön. Schön, schön. Das gefällt mir ganz gut. So. Der Kai, der zieht hier die Straße weiter. Oh, Respekt, Kai. Das machen selten die Leute. Toll. Gut, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich auf jeden Fall. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt M2. Bis dahin, ciao.